Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Wie schnell doch so ein halbes Jahr vergeht, so lange beschäftigt uns schon die Corona-Pandemie und sie ist geblieben. Geblieben ist aber auch unsere Gottesdienstreihe und ob ich schon wanderte im Digital. Auch wenn wir Ihnen und euch ein bisschen Wartezeit abverlangt haben zwischen den einzelnen nun monatlichen Ausgaben. Aber schon von der Adventszeit her wissen wir, im Warten kann auch ein Segen liegen und auch der Keim zur Vorfreude. Überhaupt liegt in manchen Dingen letztendlich ein Segen, von denen man es ursprünglich gar nicht gedacht hätte. Zugleich das Thema, das uns heute ein bisschen beschäftigen soll. Und ganz nebenbei bemerkt, Entbehrungen warten müssen, ist dann weniger schlimm, wenn zugleich eines unbegrenzt zur Verfügung steht, die Liebe. Zumindest was die Liebe Gottes angeht, können wir uns dessen gewiss sein, wie die heutige Lesung aus 1. Johannes 4 beweist. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott nun so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Wir antworten auf die biblische Lesung mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Lade Sie wieder ein, mitzudenken oder mitzusprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und sein Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ein Kommentar auf unseren zuletzt veröffentlichten Online-Gottesdienst in Auszügen. Sehr schade, dass das Online-Angebot unserer Kirchengemeinde schon vorbei ist, nur weil jetzt jeden Sonntag wieder ein Gottesdienst in Live ist. Andere Pfarreien schaffen das ja auch, die Online-Gottesdienste aufrechtzuerhalten, obwohl sie jetzt auch Live-Gottesdienste machen, auch wenn die Qualität schlechter ist. Ich finde es sehr schade, dass wir die wenig guten Dinge, die wir durch Corona hatten, Gottesdienste auch für Menschen, die nicht in die Kirche kommen können, direkt noch vor dem Ende der Krise wieder abschaffen. Abgesehen jetzt mal davon, dass die Kritik inhaltlich nicht ganz richtig ist, wie Sie ja leibhaftig jetzt sehen können, die Online-Gottesdienste wurden ja nur von wöchentlichen auf monatlichen Rhythmus umgestellt. Abgesehen davon wollte ich jetzt nicht irgendwelche Zuschauer abwatschen oder zurückkritisieren. Ich wollte Ihnen und euch heute mal etwas zeigen. Ich wollte nämlich damit zeigen, dass die Bibel und vor allem das Kirchenjahr und seine vorgeschriebene Liturgie kein alter Hut ist, sondern mehr als aktuell. Denn manche Sachen passen nämlich wunderbar zusammen. Denn der Wochenspruch, der auf den die Kritik bezogenen Sonntag folgte,
der passte auf diesen Kommentar wie die berühmte Faust aufs blaue Auge. Übrigens besser als jedes Horoskop oder Glückskekse. Ich denke mir immer, statt Glückskekse eben lieber doch gleich richtige Schokolade essen und dafür die biblische Tageslosung lesen oder irgendein Bibelwort. Das ist meine Devise und passt manchmal wirklich ganz gut zusammen. Jedenfalls dieser damals mehr als passende Wochenspruch lautete, Lukas 12, 48b, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, bei dem wird man umso mehr fordern. Ursprünglich geht es dabei zwar um die besondere Verantwortung der Gemeinde, der Gemeindeleitung im Blick auf die Wiederkunft Christi. Aber für heute gesprochen, nicht nur unserem Gottesdienst, ich glaube jedem Engagierten werden diese Worte Jesu aus der Seele sprechen. Nach dem Motto, einem Pferd, das gut sieht, hängt man immer noch mehr an. Es wechseln nicht die Engagierten, sondern nur die Auftraggeber und Veranstalter. Schon im Fußball wird ja nur der angegriffen und gefault, der etwas kann oder der den Ball hat. Und auch das erfreuliche Umdenken zu Beginn der Corona-Krise ist längst schon am Kippen. Die Erkenntnis nämlich, es sind gerade die schlecht bezahlten Berufe, die unser Leben am Laufen halten, der Dank und Respekt vor Müllabfuhr, Kassiererinnen, Pflegepersonal, Paketdiensten und vieles mehr, das alles verabschiedet sich bereits wieder zugunsten des wohlstandsverwöhnten Anspruchsdenkens, zugunsten unseres deutschen Standardjammerns. Und dann eben der Blick auf das Fehlende, auf das, was wir nicht haben. Unsere Wunschgottesdienste haben wir angeblich zumindest nicht. Bierzeit an der Kirchweih haben wir auch nicht. Europameisterschaft, Olympiade haben wir nicht. Oktoberfest haben wir nicht. Hätte man vielleicht doch wieder Euwanger gemeint. Musikevents haben wir auch nicht. Bundesliga mit vollen Fankurven haben wir nicht. Und vor allem unsere Freiheit haben wir nicht mit diesem blöden Mundschutz. Übrigens, und das ist heute mein Anstoß zum Nachdenken, übrigens, wir haben noch ganz andere Sachen nicht. Im Gegensatz zu 2,1 Milliarden Menschen, die Zahlen habe ich von der UNESCO, im Gegensatz zu 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben wir trotz Hitze keinen Mangel an stets sauberem Trinkwasser. Haben wir nicht. 7,7 Milliarden Menschen gibt es übrigens insgesamt auf dieser Erde. Mangel an Krankenhausbetten, an Medizinversorgung, an Beatmungsgeräten haben wir auch nicht, trotz Corona. Todesraten wie in Amerika und Brasilien haben wir nicht. Krieg, Verfolgung, korrupte, durchgeknallte Regierung, Diktatur, da fordert keiner, warum haben wir das eigentlich nicht? Oder schlicht und ergreifend Hunger haben wir auch nicht. Im Gegensatz zu jedem 9. Menschen auf dieser Erde. Und das heute mal als kleine Hausaufgabe. Es ist ja natürlich schon mal erfreulich und gut, Gott zu danken für alles, was wir haben. Das ist der Reichtum Nummer 1. Darüber hinaus vielleicht einmal drüber nachdenken und Gott ganz bewusst danken für den Reichtum Nummer 2. Dinge, die wir nicht haben. Ich muss sagen, zum Glück nicht haben. Eben keine Hungersnot, keine Wohnungsnot, sei denn ich möchte München Innenstadt für 100 Euro wohnen, keine Folter, keinen Krieg, keinen Mangel an Bildung. Und auch keinen Mangel an Liebe, zumindest was die Liebe Gottes angeht. Im Nichthaben kann auch ein Segen liegen. Etwas Nichthaben kann auch richtig reich machen. Herr, dafür danken wir dir. Amen. Diesen Dank möchte ich gleich fortsetzen mit unserem Schlussgebet, Vater unser und Segen. Herr unser Gott, wir danken dir für die Möglichkeiten und Kräfte, die uns auch trotz aller Einschränkungen zur Verfügung stehen. Uns ist es möglich,
wovon frühere Generationen noch nicht einmal träumen konnten. Hilf uns, damit wir das Gespür für unsere Grenzen nicht verlieren. Hilf uns, dass wir uns nicht überschätzen oder überfordern. Wir danken dir auch, dass uns manches an Leid und Entbehrung erspart bleibt. Sei du bei allen, die gegen Not, Leid und Ungerechtigkeit ankämpfen. Schenke uns allen die Gewissheit, dass du uns sowohl im Glück als auch im Unglück den richtigen Weg führen wirst, auch wenn es zunächst wie ein Umweg vorkommen mag. In diesem Sinne höre jetzt auch unser ganz persönliches Gebet in der Stille. Wir beten mit den Worten Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gott, der Herr, er segne deinen nächsten Schritt, damit du sicher gehst. Und auch den Schritt, der darauf folgen wird, dass du den auch in seinem Namen wagen kannst. Gott segne deine nächsten Blicke, damit du weiter siehst, als diese Welt mit ihrem immer noch mehr haben wollen. Gott verhelfe dir zu einer Klarheit und zu einem tiefen Glauben an die Ewigkeit. Gott gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich will alles, ich will es sofort und ich will es günstig. Eine fragwürdige menschliche Devise, die ja leider langsam wieder Oberwasser bekommt. Und dann gibt es ja als Kontrast den bekannten Stoßseufzer, nicht das auch noch. Gepaart eben mit dem Gedankenanstoß von heute, im Nichthaben kann auch ein Segen liegen. Nichthaben kann auch ein Grund zur Dankbarkeit sein und Dankbarkeit ist ja grundsätzlich nicht die schlechteste Lebensstrategie. Und damit dürfen wir uns für heute und für diesen Monat September wieder verabschieden. So Gott will, Sie wollen und es in unserer Kraft liegt, sehen wir uns wieder in unserer Oktoberausgabe von und ob ich schon wanderte im Digital. Haben oder nicht haben, in beiden kann Gottes Segen liegen. Unser Schlusslied deshalb, One Reason to Pray. Ihnen und euch eine gesegnete Zeit. One reason to pray is to be with you forever. One reason to stay is to feel your spirit deep within me. Come and heal my wounded heart. Let me hope again. The reason to pray is you. Believing isn't always easy. Yes, it's tearing me apart. But you try to help to save me. With patience straight into my heart. One reason to pray. To be with you forever, one reason to stay is to feel your spirit deep within me. Come and hear my wounded heart. Let me hope again. The reason to pray is you.
pray.